Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Maria Starrybacher ist Coach, Speakerin und Expertin für Redeglück. Mit ihr sprechen wir über den Umgang mit Lampenfieber. Frau Starrybacher, erst einmal herzlich willkommen bei uns beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute da sind und wir sprechen heute über ein, ja, würde ich sagen, sehr wichtiges Thema, und zwar geht es um Lampenfieber. Wir müssen uns mehr und mehr präsentieren und wenn wir uns präsentieren, live oder online, ist natürlich eine gewisse Nervosität mit dabei. Sie arbeiten als Coach mit dem Schwerpunkt Lampenfieber, Unsicherheit und natürlich auch die Nervosität beim Präsentieren. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen und was ist denn Ihr beruflicher Werdegang? Ja, zunächst auch danke, dass ich hier sein darf. Mein Werdegang ist so, dass ich aus der Schauspielerei komme und dort sehr unter Lampenfieber gelitten habe, nämlich dann, wenn es wichtig war, bei Vorsprechen, bei Castings, wo es darum gegangen ist, auf die nächste Stufe zu kommen. Und da habe ich immer ganz kläglich versagt. Und das Schlimmste war, das ist schon lange her, aber damals gab es noch kein Internet, zumindest nicht in meinem Haushalt. Und ich konnte mit niemandem darüber sprechen, niemanden fragen. Und ich habe mich ganz, ganz furchtbar geschämt. Dachte, ich bin der einzige Mensch auf der Welt mit diesem Thema. Ja, und meine zweite große Leidenschaft war schon immer das Arbeiten mit erwachsenen Menschen, das Coaching, das Training. Und in meinen Rhetorikseminaren habe ich dann gemerkt, dass ganz viele Menschen genauso viel Angst haben wie ich. Vor dem Präsentieren, vor dem öffentlichen Sprechen, auch davor mal ein Meeting zu leiten oder sogar davor, sich nur in einem Seminar in einer Runde vorzustellen. Dann merkt man, oh, jetzt komme ich gleich dran und dann sind sie schon knallrot im Gesicht. Und dann habe ich eben mich in dem Coaching-Bereich noch professionalisiert, das in Wien studiert und meine Masterarbeit über das Thema Lampenfieber geschrieben. Und ja, und dann alles, meine ganze Arbeit diesem Thema gewidmet, weil ich es so wichtig finde und weil ich es so schade finde, wenn Menschen immer noch darunter leiden müssen. Jeder kennt das Thema Lampenfieber, sei es, wenn man in der Schule ist, vielleicht ein Gedicht vortragen muss vor der ganzen Klasse und dann selbstverständlich im Berufsleben. Es muss gar nicht mal auf einer Bühne sein oder vor der Kamera. Wie Sie gerade gesagt haben, es reicht schon eine Präsentation oder wenn alle an einem Tisch sitzen, dass man irgendetwas, ja, zeigen muss, sagen muss, über sich erzählen muss. Jetzt ist es so, jeder ist wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt. Es gibt Personen, die sind super aufgeregt, haben viel Lampenfieber und es gibt welche, die haben vielleicht so ein bisschen Herzklopfen, kriegen das hin. Aber wie schlimm können denn die Auswirkungen von richtig starken Lampenfieber auf die Betroffenen sein? Extremes Lampenfieber ist ganz, ganz grauslich. Ja, also das kann Tage oder sogar Wochen vorher vor einer Präsentation schon beginnen, dass die Menschen nicht mehr schlafen können, dass sie Schweißausbrüche haben, wahnsinniges Herzrasen, Atemnot, Beklemmungsgefühle, Angstzustände, Konzentrationsschwächen und so weiter. Also das ist wirklich schlimm im Vorfeld und dann, wenn sie auf der Bühne stehen, im entscheidenden Moment, wenn es darum geht, dass man sich herzeigt und präsent ist und wirklich da ist, dass sie dann ihre Leistung nicht bringen können. Wenn ich genau diese Auswirkungen habe, diese Stresssymptome, von denen Sie gerade gesprochen haben, gibt es denn vielleicht so ein paar Tricks, wie ich das einigermaßen im Griff bekomme? Sei es ja, auf lange Sicht, wie kann ich mich vorbereiten? Und vielleicht auch kurz davor, wenn ich merke, mir rutscht sprichwörtlich das Herz in die Hose. Ja, langfristig kann man natürlich lernen, seinen Atem zu kontrollieren und richtig einzusetzen und oder auch den Körper richtig einzusetzen, in eine richtige Spannkraft zu bekommen. Und das dauert eben ein bisschen, weil der Körper braucht ungefähr 4000 Mal, bis er sich etwas merkt. Ja. Also wir atmen zwar die ganze Zeit, aber oft leider auch falsch, nur hier oben und nicht im Bauch, in den Bauch, in eine Tiefatmung. Ja. Und natürlich ganz, ganz wichtig ist auch die mentale Ebene, die Gedankenkontrolle. Das dauert auch seine Zeit, bis man das wirklich im Griff hat. Und das sollte gut vorbereitet sein, dass man im entscheidenden Moment einen guten Gedanken hat, der einem hilft und nicht stresst. Und im Moment, wenn ich merke, jetzt habe ich das schon übersehen und ich kann es nicht mehr abbiegen und ich bin schon ganz nervös, dann hilft
Augenrollen, und zwar ja, Augen von rechts nach links und oben und unten hin und her bewegen, wie in der Traumschlafphase. Das hilft einfach, beide Gehirnhälften gleichzuschalten und Stress abzubauen. Und wenn die beiden Gehirnhälften wieder gleich stark sind elektromagnetisch, dann können wir quasi keinen Stress empfinden. Das ist eine Methode. Oder auch Klopfen, das hilft auch recht schnell. Also Meridianpunkte klopfen und hier und hier zum Beispiel sind ganz wichtige Punkte beim Lampenfieber. Sie haben ja ein ganz spezielles Lampenfieber-Coaching auch entwickelt, um die Betroffenen zu unterstützen. Auf welchen Methoden basiert denn Ihr Lampenfieber-Coaching und was sind denn die Ziele? Das Gesamtpaket umfasst natürlich alle Ebenen, die mentale Ebene, die körperliche Ebene, die emotionale Ebene und die Verhaltensebene. Also ich schaue dann immer ganz genau, wenn mir ein Mensch gegenüber sitzt, aha, wo sind denn da die Schwächen sozusagen? Körperlich sieht man das sehr schnell und psychisch, emotional merkt man das auch, wie ein Mensch mit mir redet, wenn ich ihn frage, was ist denn, wenn du an deine Präsentation denkst? Und da stellt sich dann schnell heraus, wo Ansatzpunkte sind. Und natürlich sind oft Gedanken da, hinderliche Gedanken, die unbewusst meistens ablaufen und wo sich jemand sagt, boah, ich bin nicht gut genug, was ist, wenn ich es nicht schaffe, was ist, wenn ich mich blamiere und so weiter. Und diese Gedanken und Blockaden lösen wir dann eben mit den Augenbewegungen auf, mit einer energetischen Methode auf oder mit einer Klopftechnik auf. Und das ist der Vorteil an diesem Coaching, dass das einfach schnell geht und dass man sich nicht alleine monatelang plagen muss. Wer ist denn die Zielgruppe von Ihren Coachings? Und können Sie uns vielleicht so einen kleinen Einblick geben, wie ist der Ablauf des Trainings? Womit beginnt man? Über welche Zeit kann sich das hinwegziehen? Und ja, vielleicht können Sie uns da so ein paar Einblicke geben. Nachdem sich die Selbstständigen jetzt ja sehr stark im Internet präsentieren müssen und es ist gefragt, dass sie live gehen auf Facebook oder irgendwelche YouTube-Videos machen und sich und ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen, ist das eine Zielgruppe, die ich auch anspreche, weil das ist wieder eine andere Ebene, aber viele haben auch da Scheu, auch wenn da gar niemand sitzt hinter der Kamera im Moment, aber das rote Licht geht an und schon geht's los, ja. Und die Zeiten werden auch wieder kommen, wo wir wieder noch mehr live hinausgehen können, Gott sei Dank, und wo man sich präsentieren muss. Und das ist, wird immer wichtiger, sich zu zeigen, wer man ist und wie man ist. Also Unternehmer sind da meine Zielgruppe. Aber es kommen auch Führungskräfte, die im Angestelltenverhältnis sind, aber halt schon auf einer höheren Ebene, die das halt oft nicht so gerne vor den anderen zugeben und die dann auch froh sind, wenn sie im Internet so quasi heimlich mal googeln können und schauen können, was gibt es denn da. Und das ist so meine Zielgruppe. Und das Coaching ist ein Programm, das so je nachdem, wo wir einsteigen, zwischen 2 und 3 Monaten dauert. Das Ziel ist einerseits, diese ganzen Ängste, Belastungen, Stresssymptome abzubauen und auf der anderen Seite die Sicherheit, die Souveränität, das Können zu steigern, ja, die Freude eigentlich, ja, oder zumindest die gebotene Gelassenheit, sodass man so ganz selbstverständlich aus sich herausgehen kann und nicht mehr denkt, oh, was werden die anderen denken. Und hoffentlich passiert nichts. Ja, man hat sich ja so lange darauf vorbereitet und man hat ja das Wissen. Ja? Die meisten haben das ja da und es ist verfügbar. Und es ist natürlich schade, wenn der Stress, wenn die Nervosität die ganze Performance sozusagen kaputt macht und man eigentlich gar nicht das da bieten kann, was man zu Hause vorm Spiegel eigentlich richtig super kann. Und ich glaube, das ist für Sie auch eine ganz tolle Bestätigung, wenn Sie Klienten haben, die dann sagen, Mensch, ich bin zum ersten Mal frei und positiv reingegangen und ich habe das so rübergebracht, wie ich es eigentlich wollte. Oder ist es für Sie wahrscheinlich auch ein ganz tolles Kompliment dann? Ja, absolut. Also da höre ich immer wieder ganz erstaunliche Dinge oft, muss ich schon sagen. Ja, also ein Kunde, der schon ein starkes Blackout hatte und den Raum verlassen musste und dann plötzlich vor einem wichtigen Kunden präsentieren kann nach nur einer einzigen Stunde bei mir und dort einen sehr großen Auftrag an Land gezogen hat mit dieser Präsentation.
Da muss ich schon sagen, da habe ich schon sehr gejubelt. Ja. Ja, man freut sich da ja auch mit. Ja, absolut. Und das ist eben doch für alle Mögliche. Prima. Frau Stachybacher, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren, dass wir über dieses Thema sprechen konnten und dass Sie Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Dankeschön. Vielen Dank.